So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy VII Remake. So, Aerith ist unserer Gruppe beigetreten. Und wir können mal gucken, was Aerith hat. Sie hat einen Wachenstab und einen Matrilreif. Okay. Und bisher noch nichts ausgerüstet. Aber ich würde sagen, ich gebe ihr vorerst mal die Mondsichel-Talisman in Ausrüstung. So. Waffenmodifikationen kann ich ihr ja auch schon mal machen. Guck mal. Okay, zwei Kerne hat sie. Hä? Den zweiten Kern hat sie nicht. Den ersten und den dritten in dem Sinne. Den zweiten, also der in der Mitte, da seht ihr oben rechts, Strich, ne, Strich, 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 Strich. Das ist interessant. Aber wenn man sich mal so die Dings guckt, wird sie ja doch schon eher die Magierin sein, ne? In der Gruppe. Deswegen. Gucken wir mal, dass wir hier das alles gut gehandelt kriegen. Ich mach mal heiliger Magiekreis. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Das gefällt mir. Okay. Ich meine mal, ich habe Cloud, der ja Feuer macht. Barriss macht Elektro. Und normalerweise macht tiefer Eis, aber da tiefer jetzt, schätze ich mal, ein bisschen hier ausfallen wird, genauso wie Barriss, bis wir die beiden wieder haben, werde ich höchstwahrscheinlich das Eis, die Eismaterial von tiefer einfach mal schnell gegen Toxin tauschen. Und hier die von Barriss die Mokri und Chocobo. Wobei, nee, wir nehmen auch von Tifa tatsächlich das Küken weg, weil das ist Elementar Magie. Und geben das mal Aerith. Ne? Aerith hat. Oh, Aerith hat sogar Frost. Sehe ich gerade. Ey. Dann hätte ich das bei Tifa gar nicht rausnehmen müssen. Guck mal an. Aerith hat tatsächlich Frost. Dann platzieren wir das nur nach oben um, weil wir Frost würde ich trotzdem eher haben wollen. Vision. Okay. Interessant. Ein Limit ist das. Gebet ist, können wir behalten. Chakra wäre eigentlich Magieboost, das, das, das. Ich würde sagen, dann machen wir da auf Behandeln und sie nimmt das Küken mit rein. Vorerst so, ne? Weil wir, ja, schätze ich mal jetzt erstmal, bis wir zu Barret und Dings wiederkommen. Zu Barret und Cloud, wo willst du falscher Weg hin? natürlich. Scheiße. Ich wollte eigentlich zur Kirche zurück, aber okay. Muss ich später machen. Ja, dann halt mit ihr Ich arbeiten. hab's ja gesagt! Bis hier nicht weiter. Jetzt Ah, guck doch nicht schade. so selbstgefällig in die Gegend. Schade, ich bräuchte eigentlich Eis. Wirklich Eis. Also ein Vieh, was halt eisresistent wäre. In der Hinsicht. Guck mal, Bleib da lieber haben hinter mir. Klar, ich zeig's dir hier aus. Analyse. Muss Zack. steuern. Aha. Gut, nichts überstürzt. Aerith Besonderheit. Aerith kann mit Magie angreifen und Gefährte heilen. Wenn du im Kampf
Viereck gedrückt hältst, führt sie magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. So. Eis auf ihn. Genau das wollte ich. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Genau das wollte ich. Verglichen mit dir vermutlich nicht. Alles, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nicht am Image kratzen. Ja. Okay. Da wir jetzt bei ihr aber auch das mit dem Frost geregelt haben, würde ich gerne tatsächlich obwohl, wir lassen erstmal Frost. Später vielleicht, wenn wir Luftmagie haben, geben wir ihr die. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal Magie für das. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Wow. Sehr, sehr witzig. Slums von Sektor 5. Bahnhof. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er brennt wirklich. Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein. Hey, Cloud, warte doch. Von der Platte. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Einkaufsladen. Können wir gleich mal. Kate Sith Theme. Okay. Also normalerweise. Achso, das hat Cloud an. Ah, verstehe. Na, ich würde sagen, wir holen das noch dreimal. Weil dann geben wir das gleich den anderen gleich auch noch mit. So, Frost kann. Frost ist eigentlich in Verwendung, ne? Dann muss ich mal kurz gucken. Waffenausrüstung. So, genau. Die Lederschutzdinger würde ich nämlich gerne dann nehmen. So. Gebet und Vision. So, dass wir hier tatsächlich die Dings machen. Gebet und Vision. Vision. Und das Gebet. Und ich würde sagen, wir geben ihr tatsächlich doch erstmal Toxin, damit erstmal Giftmagie gelernt wird. Ne? Damit ich das andere Frostding erstmal verkaufen kann. Weil ich will von jeder Materia eins haben, bis auf halt heilen. Das wird mich zumindest, macht mir hier ein bisschen, ne? Würde ich halt ein bisschen besser haben wollen. Wobei, das ist eigentlich schwachsinnig. Stärke. Sie greift ja nicht mit physischer an. Bin ich ja eigentlich total dämlich. Sie greift ja eigentlich mit magischer an. Da müsste ich mal gleich gucken. Bei der magischen. Dings. So, Barriere. Leder. So.
Weil dann kann ich hier nämlich Barriere und wir nehmen gleich hier dann auch noch. Was nehmen wir denn da? Schönes Vision des Ausweichrolle. Nee. Ja, dann hauen wir erstmal TP-Boost rein, bis ich was Besseres gefunden habe. So. Autofeeder erstmal raus und dann den Lederding rein. Weil dann können wir hier die Autofeeder rein und sie kriegt das Chakra mit rein. Wieder. So. Gucken wir mal. Ich weiß, es ist ein bisschen, ne? So, warte mal. Hier. Eher magischer Angriff. Ne, Magiewert wird erhöht. Ich meine mal, Aerith braucht ja kein Dings. Kein physischen Angriff, sondern sie macht das ja über die Magie. Deswegen ist das besser als die anderen. Für ihr. So, jetzt können wir verkaufen. Stimmt, die Gigabomben habe ich eigentlich gar nicht eingesetzt. Dann verkaufe ich die erstmal. So. Der kann verkauft werden, der kann verkauft werden, der kann verkauft werden, der kann verkauft werden. Und der. Und Frost. So. Dann einmal, ne, damit wir geheilt sind. Mal die Sache mit dem Frost habe ich ja eh schon hingekriegt. Warte. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung fertig. Mhm. Formation. Ah, der ist auch, hatte auch so einen Anzug wie der andere. Das wird auch einer dieser Turks sein. Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Ich würde sagen, von dann uns beiden. Nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Alles klar, gehen wir da lang. Mit geheimer Spezialsoße. Gehe den Turks aus dem Weg. Alles klar. Es ist eine Geschmackserfahrung. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Okay. Da sind auf jeden Fall schon mal Wehrratten. Es ist auf. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Das war's. Shit. Oh shit. Aerith Spezialfähigkeit Sturm. Halte Dreieck gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste besonders mächtige Magie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. So kannst du je nach Kampflage kurze Angriffe in schneller Folge oder einen verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Komm schon! So. Okay. Interessant. Finde ich sehr interessant. Okay, oben geht's lang und unten lang.
da ich da aus dem Weg gehen will und eher südlich muss, tippe ich mal, dass ich nördlich lang muss. Gehen kann. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Ja, dann können wir ja hier mal uns kurz umgucken. Es scheint ja optional zu sein dann. Vielleicht liegt hier noch was. Wie zum Beispiel ein paar Kisten. Zum Zerdeppern. Alter, so viele riesige Munitionshülsen. Alter, guckt euch mal diese Munition an, Alter. Die sind allein vom Durchmesser größer als der ganze Oberkörper von Cloud gefühlt. Alter, so ein Ding mitten in die Fresse zu kriegen, muss echt wehtun. Halleluja. Ja, Raketen. Alter, das müssen Überbleibsel von einem Krieg sein. Beziehungsweise so, ne? Den ganzen Müll vom von einem Krieg sein. Der einfach hierher gekarrt wurde. Beziehungsweise auch ein paar alte Roboter, wenn so wie das aussieht. Hier lang. Na, dann gucken wir mal, ne? Kommen wir hier durch? Nein. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Bestimmt. Ja, hier, guck mal. Yep. Und hau Rock. Oh, es klappt. Ja. Und so kommen wir rum. Mhm. Da geht's nicht nach unten. Ich dachte, das wäre eine Leiter, aber nee, war tatsächlich keine Leiter. Oh, Moment. Arm juckt. So, was haben wir hier Schönes? Erstmal ein paar Kisten zum Zerdeppern. Analyse. Achso, die habe ich schon analysiert. War das Stimmt. eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Sie hält sich für die Stärkste von uns beiden. Finde ich süß. Okay. Da ist eine Kiste. So ein Aufwand für eine Kiste ist auch schon ein bisschen... Okay, ein Schwarzreif, also ein Ausrüstungsgegenstand. Na, dann gucken wir mal. Wow. Also das ist... schlecht. Hui, plomp. Beziehungsweise ich muss ja hier hoch. Und dann hier lang. So. Hier durch die Röhre. Dann. Sonst war jetzt soweit nichts, ne? Nee. Gut. Sieh mal! Das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Alles klar. Ich hab da jetzt... Achso, das ist für die Tür da hinten gewesen, ne? Das verschlossene Tor. Alles klar. Ja.
So, zack. Alles klar. So, ich würde sagen, wir bleiben hier jetzt mal stehen und beenden mal die Folge, denn wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier an dieser Stelle.